Wenn sich uns ein schier unlösbares Problem in den Weg stellt, können zwei Dinge geschehen. Entweder wir werden frustriert, weil wir uns ewig die Zähne daran ausbeißen, oder wir haben einen Geistesblitz, der so einfach wie am Ende auch genial ist. Wieso trifft der aber manche Menschen öfters als andere? Was machen die anders? Und auf Knopfdruck kreativ sein, kann man das lernen? Sibylle Royal von der MyWay hat verschiedene Strategien ausprobiert. Hallo. Hallo. Mit Kreativität verbindet man in erster Linie künstlerische Fähigkeiten oder eben auch handwerkliches Geschick. Was ist, wenn ich beides einfach nicht habe? Das ist überhaupt nicht schlimm, weil das sind nur zwei Ausdrucksformen von Kreativität. Das wichtigste Werkzeug für Kreativität ist aber eigentlich unser Gehirn. Dort entstehen die Ideen und deswegen zeigt sich Kreativität zum Beispiel auch genauso darin im Alltag, wie lebendig ich jetzt zum Beispiel meine Partnerschaft auslebe oder dass ich beim Kochen immer wieder neue Rezepte ausprobiere oder vielleicht auch ganz ohne Rezepte koche. Kinder, sagt man ja immer, sind besonders kreativ und inspiriert. Mhm. Tatsächlich ist es aber auch so, dass man Fachwissen braucht und Lebenserfahrung, um wirklich kreative Lösungen zu finden. Und wie aktiviere ich jetzt meine persönliche Kreativität? Ganz wichtig ist, dass ich keine Angst habe vor Bloßstellung oder vor dem Urteil anderer. Deswegen wollte ich auch bei Ideen, egal ob mit anderen oder alleine, erstmal fließen lassen, ohne Bewertung. Ganz viele haben auch die besten Ideen, wenn sie zum Beispiel unter der Dusche stehen oder das Auto waschen oder aufräumen, zu Hause putzen, bei solchen anspruchslosen Tätigkeiten, weil in unserem Unterbewusstsein wir die ganze Zeit weiter über eine Lösung nachdenken und dann bei solchen Routinetätigkeiten, da kommt dann die Idee. Es hilft auch zu wissen, welcher Kreativitätstyp man ist. Es gibt Menschen, die brauchen eher Ruhe, andere brauchen andere zum Gedankenaustausch, manche brauchen Anreize oder eine Belohnung, um besonders kreativ zu sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Jetzt frage ich mich, wie konkret können Strategien aussehen, die die Kreativität am Ende fördern? Im Alltag kann man jederzeit die Kreativität ein bisschen trainieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Café sitze oder in der S-Bahn, dass ich gucke, was spontan fällt mir ein, was sind 10 Dinge, die um mich herum stehen, liegen, hängen. Mhm. Oder ich kann überlegen, wenn ich jetzt in der Küche morgens stehe, dass ich 2 Lieblingselektrogeräte mir vorstelle und denke, wie könnte man die kombinieren? Wie könnte so ein geniales Gerät Mischung aus Föhn und Kühlschrank aussehen? Oder wenn ich irgendwo einen Rotweinfleck oder generell einen Fleck sehe, dass ich mir mal überlege, Mensch, wie sieht der aus? Was könnte das sein? Was könnte ich daraus weiterzeichnen? Es ist einfach wichtig, gewohnte Denkmuster aufbrechen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.